die Galerie erstarrte. Ihre Geschichte endet heute Abend, sagte die Frau. Mit einem Ruck schob sie ihre Hausjacke zurück und zog hervor, was sie darunter verborgen hatte. An ihrer Seite, mitten in ihrer Drehung, sah Lionel es. Eine Flasche aus weißem Ton, lang und dünn und mit scharlachroten Zeichen bedeckt. Ein Klumpen aus blutrotem Wachs versiegelte den Korken. »Schießt!« rief einer der Leibwächter, und sie zogen ihre Pistolen.